Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Und in diesem Video werde ich dir 16 Tipps mit auf den Weg geben, wie du dein Online-Marketing bzw. die Erfolge mit dem Online-Marketing ja verbessern kannst. Viel Spaß mit dem Video. Okay, bevor wir ja in die Tipps einsteigen, möchte ich mal kurz auf Wikipedia vorbeischauen und dir einfach zeigen, ja, was Wikipedia zum Thema Online-Marketing sagt, welche Definition Wikipedia für das Thema Online-Marketing hat. Online-Marketing, auch Internet-Marketing oder Web-Marketing genannt, umfasst alle Marketingmaßnahmen, die darauf abzielen, Besucher auf eine bestimmte Internetpräsenz zu lenken, auf der ein Geschäft abgeschlossen oder angebahnt werden kann. Ja, also letzten Endes geht es einfach darum, und so sehe ich das Ganze nämlich auch, geht es darum, dass du eine Webseite im Netz hast. Ich zeichne das gerade mal hier. Du hast also eine Webseite und mit der verfolgst du ein Ziel. Ja, sei es jetzt, dass du dort drüber ein Produkt verkaufst oder dass du Interessenten generieren willst, ja, die du dann später mit deinem E-Mail-Marketing ja zu Kunden machst. Entscheidend ist einfach, dass du zunächst mal genügend Besucher auf diese Webseite bekommst. Und ich möchte jetzt hier heute in diesem Video, ich versuche das Ganze so kurz wie möglich zu halten, weil Online-Marketing, da kann man Stunden drüber reden, aber ich versuche es einfach zu komprimieren und deswegen lasse ich das ganze Technische mal außen vor. Dass deine Webseite ansprechend sein sollte, darüber brauchen wir, denke ich, nicht zu reden, aber dir nützt im Umkehrschluss auch die schönste Webseite nichts, wenn du von niemandem gefunden wirst im Internet. Und deswegen ist es wichtig, ja, zunächst mal darin fit zu werden, wie du Besucher auf deine Webseite bekommst. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Es ist nicht entscheidend, dass du viele Besucher bekommst, sondern du solltest viele richtige Besucher auf deine Webseite bekommen. Weil wenn jetzt hier ein Besucher zufällig auf deine Webseite kommt und du verkaufst dort ein Produkt und die Person hat kein Produkt, kein Interesse an diesem Produkt, dann wirst du dort auch keinen Verkauf tätigen. Wenn du aber Personen hast, die schon zielgerichtet quasi auf diese Webseite kommen, ja, weil sie ja Informationen möchten, weil sie etwas kaufen wollen, dann ist die Chance natürlich auch groß, dass du den Abschluss machst. Und umso besser, ja, deine Besucher quasi qualifiziert sind, umso eine bessere Conversion Rate hast du. Conversion Rate heißt einfach nichts anderes, wenn du zum Beispiel jetzt hier 100 Besucher auf die Webseite bringst und einer kauft letzten Endes, dann hast du eine Conversion Rate von 1%. Und wie gesagt, diese Conversion Rate kann man zum einen verbessern, indem man die Qualität der Besucher verbessert, indem man einfach eben Besucher auf diese Verkaufsseite sendet, die auch an dem Produkt schon Interesse haben. Ja, also man kann das quasi vergleichen mit einem Ladengeschäft. Ja, wenn du die Webseite ist das Ladengeschäft in der Fußgängerzone und das Ziel von von deinem Laden, ja, oder von deinem Geschäft in der Fußgängerzone ist es ja, möglichst viele Besucher im Monat in diesen Laden zu bekommen, damit die sehen, was du dort alles hast und dementsprechend dann kaufen. Und wenn du es jetzt aber schaffst, ja, dass du möglichst viele Stammkunden hast, dann kommen die ja schon mit einer gewissen Absicht in deinen Laden, weil sie nämlich wissen, ah, okay, das Produkt XY kriege ich dort und gehen dorthin und haben quasi ja schon die Absicht zu kaufen. Und dann verkaufst du natürlich viel leichter, wie wenn jetzt jemand einfach nur ein bisschen shoppen geht und zufällig einfach mal in deinen Laden, ja, in deinem Laden vorbeischaut. Also, wie gesagt, Ziel ist, möglichst viele qualifizierte Besucher auf deine Webseite zu bekommen, aber es ist nicht wichtig, dass du Unmengen Besucher hast, sondern dass du halt die richtigen Besucher hast. Und wenn das natürlich dann viel sind, umso besser. So, und jetzt geht es ja eigentlich darum, wie kann ich mir denn jetzt eine erfolgreiche Online-Marketing-Strategie aufbauen? Und mein Ladengeschäft im Internet, also ist mein eigener Blog. Und von meinem Blog aus gehen eigentlich alle meine Marketing-Aktivitäten ab. Der Blog ist deswegen wichtig, weil ich auf meinem Blog Inhalte veröffentliche, also Content. Ich kürze das mal hier ab. Content. Und diesen Content, den veröffentliche ich dann zum Beispiel auf sozialen Netzwerken. Wenn ich ein Video mache, dann veröffentliche ich das auf dem Blog und auf YouTube. Du kannst es
Beziehungsweise, ich versuche es anders zu erklären, der Vorteil darin ist einfach, ja, dass sich das Ganze gegenseitig beeinflusst. Ja, du erstellst den Content, veröffentlichst ihn auf den sozialen Netzwerken, bekommst Besucher. Ja, auf der anderen Seite ist es so, dass manche Besucher ja über Google zum Beispiel ja auf meinen Blog kommen, ja Videos sehen, dann meinen Kanal abonnieren. Ja, also es bedingt sich immer gegenseitig. Und was du letzten Endes machst, ist, du baust dir eine Stammleserschaft auf. Das ist vergleichbar wie mit dem Ladengeschäft eben deine Stammkundschaft. Das heißt, es sind Menschen, die regelmäßig bei dir vorbeischauen, weil sie an deinem Thema Interesse haben. Und der Vorteil von dieser Strategie ist ganz einfach der, dass du die Arbeit einfach einmal machst und langfristig zum Beispiel über die organische Suche bei Google, wenn du es eben richtig machst, wirst du ja bei Google gerankt und dementsprechend dort kostenlos Besucher auf deinen Blog ziehst. Und mein Ziel ist es immer, aus den Besuchern ja dementsprechend nähere Interessenten zu machen. Das heißt, ich versuche dort Leads zu generieren. Ja. Also der Blog ist quasi, wenn du so willst, meine Leadmaschine. Ich habe veröffentlicht den Content, sorgt dafür, dass ich Besucher auf meinen Blog kriege und dort die Besucher quasi in Leads umwandle, indem sie mir ihre E-Mail-Adresse hinterlassen. Und das ist zum Beispiel ein Tipp, den solltest du dir auf jeden Fall merken. Baue dir eine eigene Liste auf, weil umso größer deine Liste ist, umso weniger Probleme hast du, kurzfristig Traffic zu generieren. Ja, weil wenn du 1000 Leute in deiner Liste hast oder 10.000 oder 100.000, dann kannst du mit einer E-Mail quasi Besucherströme gezielt auf das jeweilige Angebot leiten. Ich versuche das Ganze nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, was nämlich passiert, wenn quasi der Lead generiert wurde. Der Lead ist dann quasi in meinem Autoresponder-System und jetzt passiert einfach Folgendes, dass ich weiter Vertrauen aufbaue, indem ich weitere E-Mails versende, wo ich weitere Tipps und Tricks weitergebe, meine Erfahrungen teile, meinen Interessenten einfach kommuniziere. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Angebot habe oder etwas, das ich für gut finde, dann kann ich das Ganze zum Beispiel weiterempfehlen. Und ich mache jetzt hier mal Verkaufsseite. Das heißt, kann jetzt quasi meine Leser auf dieses Angebot leiten. Oder ich könnte sie auf eine andere Landingpage leiten, ja, wo ich dann zum Beispiel das Ganze einfach etwas selektiere, weil ich sage, okay, hier geht es um Webinare zum Beispiel. Damit ich dann auch wirklich nur die Leute in meiner Liste habe, die sich für Webinare interessieren, kann ich die Interessenten erstmal auf eine weitere Landingpage senden zum einzelnen Webinar und dann findet dann eben über das Webinar zum Beispiel der Verkauf statt. Also es gibt da eine Vielzahl an Möglichkeiten, aber wichtig ist ganz einfach, dass du einfach, bevor dass du Leute auf eine Verkaufsseite schickst, hier vielleicht diesen Prozess hier ja übernimmst und dementsprechend einfach eine Hauptliste hast, wo du quasi immer Content weitergibst, wo du immer Mehrwerte weitergibst, immer weiter Vertrauen aufbaust, dich ja quasi als Experte bei den Menschen etablierst, weil du musst ja eins wissen. Wenn jemand auf deinen Blog kommt, dann hat er vielleicht den Blog zufällig gefunden, er kam über einen Artikel, er hat ja einmal jetzt von dir gelesen und wenn es dir nicht gelingt, diesen Interessenten dann in deine eigene Liste zu bekommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er wieder auf deinen Blog zurückkommt, relativ gering. Wenn du aber dein Netzwerk stetig ausbaust, über soziale Netzwerke, über YouTube und, dann hast du halt den Vorteil, dass du quasi immer wieder neue Leads generierst, dass du immer wieder die Möglichkeit hast, Menschen auf deine Angebote zu schicken. Und wenn du dann natürlich Menschen auf deine Angebote schickst, dann kannst du auch Verkäufe machen. Du kannst den Weg auch hier abkürzen und kannst direkt zum Beispiel über bezahlte Werbeanzeigen, ja, quasi Leute auf deine Landingpage schicken und dass sie dort deine E-Mail-Adresse hinterlegen. Der Vorteil ist, dass du relativ schnell gewisse Besucherströme auf diese Landingpage leiten kannst. Der Nachteil ist aber auch, dass du halt immer ja das Ganze
testen muss, dass es Geld kostet, und dann ist natürlich auch immer noch dieses kleine Fragezeichen, was ist, wenn Facebook deine Werbeanzeigen auf einmal nicht mehr akzeptiert, den Account schließt oder was auch immer. Also wenn du zum Beispiel mit Facebook wirbst, das hast du beim Blog eben nicht, weil beim Blog hast du, wenn du guten Content lieferst und dafür sorgst, dass er in den Suchmaschinen gerankt wird, dann wirst du da auch früher oder später Leads drüber generieren. Ich mache immer gerne so ein Beispiel, wenn jemand zu mir sagt, Bloggen ist doch ein Haufen Arbeit, lohnt sich nicht, dann sage ich immer, okay, stell dir einfach mal vor, du bloggst 2 Jahre lang, jeden vierten Tag einen Artikel, dann hast du irgendwie so nach den 2 Jahren, habe ich mal ausgerechnet, so knapp 200 Artikel. Und jetzt stell dir einfach mal vor, jeder Artikel bringt dir jeden Tag nur einen Besucher. Ja, weil die Artikel nicht gut gerankt sind, nicht gut gelistet sind, aber irgendwie kommt da ein Besucher zustande. Dann hast du 200 Besucher pro Tag, mal 30 Tage sind 6000 Besucher, wenn ich also das jetzt so aus dem Kopf richtig rechnen kann. Und von diesen 6000 Besuchern kannst du Leads generieren. Ja, und das ist eben völlig kostenfrei und musst nichts mehr tun. Das heißt, es ist quasi passives Interessentengewinn in Reinkultur, wenn man so will. Also es hat beides seine Vor- und Nachteile, und deswegen ist ja eine gute Strategie eine Kombination aus beidem. Ja, ja, also so viel dazu. Und jetzt steigen wir einfach ein in das Thema die 16 Tipps, die ich dir am Anfang versprochen hatte. Und ich habe das hier einfach mal für uns vorbereitet. Tipp Nummer 1, messe deine Aktivitäten und Ergebnisse. Also gerade wenn ich jetzt nochmal hier zurückgehe. Du solltest einfach wissen, woher kommen die Besucher auf diesen Seiten hier? Woher kommen deine Besucher? Ja, über welche Aktivitäten lohnt es sich, weiter nachzudenken? Wo lohnt es sich, mehr Zeit zu investieren? Wo lohnt es sich vielleicht mehr Geld zu investieren? Weil wenn du zum Beispiel, ich mache ein Beispiel mal angenommen, du machst eine Werbekampagne, die kostet dich 100 € und diese Werbekampagne, die funktioniert einfach nicht. Aus irgendwelchen Gründen, ja, falsches Publikum oder was auch immer, keine Ahnung, ja. Dann wäre es ja Quatsch, dort weiter Werbung zu machen. Und dazu musst du aber wissen, ja, dass diese Werbung nicht funktioniert, und deswegen musst du das Ganze einfach messen. Also ich denke, du verstehst, was ich meine. Messe deine Aktivitäten und Ergebnisse, und dann mit diesen Informationen hast du dann auch die Möglichkeit, deine Conversion Rate zu verbessern. Ja, arbeite daran. Du siehst, vielleicht muss ich an der Webseite was verändern, vielleicht muss ich ja aber auch mein Marketing optimieren, vielleicht muss ich einfach eine andere Werbeplattform verwenden, vielleicht muss ich andere Werbeanzeigen kreieren. Ja, also einfach in diesem Thema drin sein und einfach ständig schauen, dass du bessere Ergebnisse erzielst. Ja? Dann Tipp 3, veröffentliche regelmäßig werthaltigen Content. Erstell regelmäßig Blogposts, erstell Videos, erstell Newsletter, mail deine Liste an, mach einen Podcast, ja. Das Medium ist, ich sage immer erstmal zweitrangig. Du musst einfach wissen, wo hast du ein Faible für, wo hast du Spaß dran. Der eine schreibt lieber, der andere macht lieber gern Videos, andere wiederum, die machen eine Kombination draus. Also ich bin immer ein Fan davon, zu einem Video auch immer noch einen kleinen Text zu schreiben, ja. Veröffentlich regelmäßig werthaltigen Content, ja, und sorgt dafür, dass dieser gefunden wird. Ja. Und zum Thema Content, wenn du die erstellt hast, dann passiert oft Folgendes. Viele, das sehe ich immer wieder, ja, auch in Gesprächen, die veröffentlichen einen Artikel, veröffentlichen den dann in sozialen Netzwerken oder wenn sie ein Video gemacht haben auf YouTube, und dann passiert danach nichts mehr. Ich sage immer, das ist schade um den Content, weil du kannst ja zum Beispiel nach 14 Tagen den Artikel ein weiteres Mal oder das Video ein weiteres Mal posten. Du kannst es nach einem Monat wieder posten, ja? Und umso öfter, wie du das machst, überleg dir mal, du hast 200 Artikel und veröffentlichst die in unregelmäßigen Abständen immer und immer wieder, ja? Was dort ja für eine Verlinkung entsteht, was du für neue Besucher anziehen kannst, ja? Ist ein Riesenpotenzial, und das wird oft einfach liegen gelassen.
Und Tipp 5, arbeite an deiner On-Page-Optimierung. Ja, das eine ist ja Off-Page-Optimierung, also Linkaufbau und so weiter und so fort. Da möchte ich gar nicht so sehr jetzt drauf eingehen, weil das wird, glaube ich, den Rahmen hier sprengen. Aber was du machen kannst, ist, dass du einfach ja schaust, dass dein Blog optimiert ist, dass deine Blogposts optimiert sind. Ja, dass du Beschreibungen verwendest, dass du deine Keywords hinterlegst und und. Also die Dinge, die du beeinflussen kannst, da findest du übrigens ja auch Videos auf meinem Channel dazu, wie man das im Detail macht. Wie gesagt, ich möchte das Video hier relativ kurz halten. Also wie gesagt, optimiere das Ganze. Dann bau deine eigene Liste auf. Ganz, ganz wichtiger Tipp, sorg dafür, dass aus Webseiten Besucher Interessenten werden, ja, weil nur wenn du Interessenten hast, ich weiß, ich höre immer oft, es kommt ja aber auch auf die Käufer drauf an. Natürlich, wenn du nichts verkaufst, dann wirst du kein Geld verdienen, aber ohne Interessenten, ja, keine Verkäufe. Und das ist die Basis, die du beeinflussen kannst. Wenn du heute ein Lead pro Tag generierst, dann überleg dir, wie kannst du 10, 20, 30, 40 Leads am Tag generieren. Ja, und arbeite daran, weil wenn du 30 Leads am Tag generierst, dann muss es ja eigentlich schon mit dem Teufel zugehen, dass du gar nichts verkaufst. Ja, das gibt's ja gar nicht. Und deswegen solltest du einfach überlegen, ja, wie kannst du deine eigene Liste aufbauen, wie kannst du es schnell machen, wie kannst du gute Leads generieren, wie kannst du ja viele Leads generieren. Verwende Call to Actions in deinen Blogposts, Videos oder was auch immer du tust, ja. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo du massiv dran arbeiten kannst, mehr Leads zu generieren, indem du einfach im Blogartikel sagst, okay, hey, du hast jetzt hier diese Informationen bekommen. Wenn du weitere Informationen erhalten willst, trag dich in meinen Newsletter ein. Da bekommst du noch das PDF XY dazu. Du bekommst 10 Tipps dazu oder was auch immer. Ja, so kannst du deine Eintragungsraten ja dramatisch erhöhen. Tipp 8, finde deine Nische. Finde deinen Bereich, in dem du ja aktiv sein möchtest. Tipp Nummer 9, nutze Tools wie den Google Keyword Planner, ja, einfach damit du auch siehst, ob überhaupt nach dem, was du veröffentlicht, gesucht wirst, ja. Es nützt nichts, wenn du einen tollen Inhalt ja veröffentlichst und kein Mensch sucht danach, ja. Und da gibt es eben gute Tools und ich nutze da gerne den Google Keyword Planner, ja, einfach um zu sehen, ob da überhaupt ein Interesse an dem Thema besteht, ja, wenn ich was veröffentliche. Nutze deine Posts, deinen Blogpost, deine Videos, ja. Nutz da einfach Text drin, nutz die Meta-Description, nutz die Beschreibungen. Wie oft sehe ich Videos, ja, die richtig gut sind, wo einfach da werden keine Text verwendet, da ist keine Beschreibung dabei, ja. Nutz einfach diese Kleinigkeiten, um ja dein Video ja einfach noch ein bisschen zu optimieren, um dort einfach ja auch noch ein besseres Ranking zu erzielen. Und das sind einfach Kleinigkeiten, die du mitnehmen kannst, die so oft liegen gelassen werden. Nutze bezahlte und kostenlose Varianten, ja. Nutzen Blog, nutz YouTube, ja. YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine, ja, nach Google. Ich habe da übrigens das 1x1 des YouTube-Marketings ein Video gemacht, findest du auf meinem Kanal oder auf meinem Blog. Schau dir das an, ist ein riesen Potenzial, ja, wo du eine breite Masse erreichen kannst. Nutzen Blog statt einer einfachen Webseite. Google liebt es, wenn es seinen Suchern ja Content anbieten kann. Und wenn du eine einfache Webseite hast, wo schon 5 Jahre nichts mehr dran gemacht wurde, dann hat die einfach das Nachsehen gegenüber einem Blog, der regelmäßig neue Inhalte veröffentlicht, ja? Weil klar, Google kann einfach mehr Infos weitergeben. Vernetz dich mit anderen Marketern, ja? Bilde Joint Ventures, ja, wo könnt ihr euch gegenseitig vielleicht ergänzen, nutzen, wie auch immer, ja. Mach dich bekannt, Tipp 14, mach dich bekannt, schreib Gastartikel auf anderen Blogs. Viele Blogs sind froh, wenn sie neue Inhalte bekommen, ja, wenn sie wertvollen Content bekommen und du bekommst natürlich die Aufmerksamkeit der Leser des Blogs dort. Mach Interviews, ist immer so ein bisschen auch eine Verzahnung mit Tipp 13, vernetz dich mit anderen Marketern, ja. Nutzt eure Gegenseite. Potenzial. Du kannst auch andere Blogs kommentieren, indem du dort ja vielleicht also wertvolle Tipps mit in die Kommentare mit reingibst und eben dann auch auf deinen Blog verweist, ja. Und Tipp 15, sorg für Traffic online wie offline. Nicht alles muss sich immer online abspielen, aber du könntest zum Beispiel auf deiner Visitenkarte
Ja, den Link zu deiner Landingpage hinterlegen. Ja, und wenn du jetzt mit jemandem besprichst oder mit jemandem triffst auf der Straße oder mit jemandem sprichst, ins Gespräch kommst, im Café oder wo auch immer, und die Person fragt dich, was du machst, dann musst du jetzt nicht zum Beispiel, wenn du im Online-Marketing tätig bist, das ganze Online-Marketing-Business erklären, sondern sag einfach, hier haben Sie meine Karte, schauen Sie doch mal auf der Seite vorbei. Ja, und wenn Sie es interessiert, was Sie dort finden, dann tragen Sie sich ein. Und ja, so kannst du auch Leads gewinnen oder du kannst schwarze Bretter nutzen, gibt es ja immer in den Einkaufsmärkten zum Beispiel. Wenn du im Network Marketing tätig bist, warum nicht? Warum nicht einfach mal ein Jobangebot aushängen und auf deine Landingpage verweisen, ja? Und wichtig ist aber hierbei auch, dass du dann die Links, dass du da quasi Tracking betreibst, dass du quasi einen Link hast auf deiner Visitenkarte, wo du auch dann wirklich weißt, okay, wenn sich jemand einträgt, dann weißt du, er ist über diesen Link gekommen. Oder wenn du so eine Aktion wie den schwarzen Brettern startest, dass du auch wirklich weißt, okay, wie oft wird denn das Ganze überhaupt angeklickt und wie viele Leute kommen dann quasi über diese Aktion rein, damit du auch mal so für dich ein Gefühl kriegst, lohnt es sich überhaupt, ja? Lohnt es sich zum Beispiel 2000 Flyer zu verteilen oder verteilen zu lassen, ja? Indem du einfach dort einen Link hinterlegst, wo du einfach weißt, okay, so viele Besucher sind gekommen und du weißt dann dementsprechend auch, wie viel sich dann von den Besuchern auch eingetragen haben, ja? Also man kann diese Vorgehensweise sehr gut für Online- wie Offline-Marketing-Aktivitäten nutzen. Und Tipp 16 ist ein Punkt, der bei mir bewirkt hat, dass ich mehr Leads generiere. Nutze Pop-ups. Ich hatte eine Zeit, da habe ich keine Pop-ups genutzt und ich habe seitdem Pop-ups genutzt. Und der Unterschied bei der Zeit, wo ich keine Pop-ups nutzte, zu der Zeit, wo ich Pop-up nutze, ist der, dass sich meine Eintragungsraten ja massiv verbessert haben. Ja, ich generiere mehr Leads als vorher. Und das kannst du ja einfach auch mit einbauen, indem du einfach, wenn zum Beispiel jemand deine Webseite verlässt, dass dann Pop-up aufgeht und du nochmal vielleicht ein Giveaway mit auf den Weg gibst, wo du einfach sagst, hey, bevor du ja jetzt von meiner Webseite verschwindest, schau doch einfach mal, vielleicht ist das für dich interessant. Hier bekommst du nochmal 10 Tipps, wie du ja mehr Geld verdienst, effektiver arbeitest oder was auch immer. Das ist eine einfache Maßnahme, die unheimlich viel bringt, habe ich festgestellt. Aber wie gesagt, das musst auch du für dich dann wieder testen. So, ich habe gesehen, wir sind jetzt schon wieder bei 22 Minuten. Ich wollte das Video wirklich sehr, sehr kurz halten und ich hoffe, ich habe nicht wirklich was Großartiges oder großartig was vergessen. Wenn du noch irgendwas hast oder was ergänzen willst, dann hinterlass mir einen Kommentar, ja? Trag dazu bei, dass dieses Video noch mehr Mehrwert für den Zuschauer hat. Ich habe es probiert, so kompakt wie möglich zu halten. Online-Marketing in 23 Minuten erklärt. Ich denke, das ist auch eine Leistung, ja? In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit den Informationen. Und wenn dir die Informationen gefallen hat, dann teilt sie ja mit deinem Netzwerk. Hinterlass mir einen Kommentar, gib mir ein Like. Ja, ich würde mich freuen, wenn du ja diese Arbeit dann dadurch auch unterstützt. In diesem Sinn wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg beim Umsetzen deiner Online-Marketing-Strategie. Alles, alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.